und herzlich willkommen bei Easy Training mit Easy und mit Scale. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr schrittweise euren Hund an einen Regenschirm gewöhnt. Doch bevor es losgeht, jetzt noch ganz schnell den Abo-Knopf und die Glocke drücken und dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Schritt Nummer 1. Zunächst werft ihr ein paar Leckerlis oder Trockenfutter auf den Boden. Während euer Hund frisst, geht ihr mit dem Schirm auf und ab an den Hund vorbei. Der Schirm ist dabei geschlossen und ihr benutzt ihn, als wäre es ein Spazierstock. Dann kommt ihr immer näher zum Hund und lauft dann mit dem Schirm an ihn vorbei. Achtet dann dabei darauf, dass euer Hund nicht viel Angst hat. Wenn er ängstlich wirkt, dann geht nochmal mit etwas größerem Abstand an eurem Hund vorbei. Schritt Nummer 2. Nun werft ihr noch einmal ein paar Futterbröckchen auf den Boden und ihr öffnet langsam das Band vom Schirm. Ihr geht dann mit dem flatternden Schirm auf und ab an eurem Hund vorbei. Schritt Nummer 3. Ihr werft das Futter auf den Boden. Während euer Hund frisst, öffnet ihr neben eurem Hund vorsichtig den Schirm. Ihr haltet dann den weit geöffneten Schirm über euren Kopf und auch über den Hund. Mit dem geöffneten Schirm geht ihr dann auf und ab an dem Hund vorbei. Schritt Nummer 4. Ihr haltet weiterhin den geöffneten Schirm über euch und füttert dann dabei den Hund aus der Hand, sodass der Hund nochmal etwas weniger Abstand zum Schirm bekommt. Schritt Nummer 5. Ihr lauft zusammen mit eurem Hund einige Schritte mit dem geöffneten Schirm und belohnt dann den Hund mit Leckerlis, wenn er ruhig neben euch läuft. Schritt Nummer 6. Ihr lauft nochmal mit dem Hund einige Schritte mit dem geöffneten Schirm und dabei dreht ihr den Schirm immer mal wieder in der Luft. Wenn euer Hund brav neben euch läuft, dann belohnt ihr euren Hund. Schritt Nummer 7. Ihr lauft nochmal einige Schritte zusammen mit dem geöffneten Schirm und mit eurem Hund und dabei senkt und hebt ihr den Schirm immer mal wieder. Und ihr belohnt euren Hund dabei mit Leckerlis, wenn er brav neben euch läuft. Schritt Nummer 8. Ihr schließt den Schirm und senkt ihn dabei in Richtung eures Hundes. Dann schüttelt ihr ein paar Mal den Schirm und werft eurem Hund immer mal wieder in der Nähe das Futter zu. Ihr schüttelt dann immer heftiger und belohnt euren Hund weiterhin mit den Leckerlis. Schritt Nummer 9. Ihr öffnet den Schirm in Richtung Boden mit einem kleinen Abstand zum Hund. Achtet dabei, dass der Abstand dann nicht zu gering ist, wenn euer Hund noch Angst davor hat. Aber achtet schon darauf, dass der Abstand von Zeit zu Zeit immer geringer wird zum Hund. Dabei lasst ihr nochmal Futter auf den Boden fallen. Ihr öffnet und schließt ihn und macht dies immer heftiger. Wir wünschen euch viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal.